Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gefragt worden, ob ich ein Video zum Thema Filme mit der Actioncam machen könnte. Und da ihr dieses Video gerade seht, mache ich es eben auch. Ich habe dieses Thema in drei Teile aufgeteilt. Und zwar vor dem Filmen, beim Filmen und nach dem Filmen. Heute beginnen wir mit 5 Tipps, die man beachten sollte, bevor man mit der GoPro filmt. Der erste Tipp ist natürlich das Wichtigste. Und zwar seinen Akku oder wenn man mehrere hat, seine Akkus aufzuladen. Denn ohne geht leider nichts. Natürlich sollte man dann auch beachten, dass die SD-Karte leer ist. Die kann man entweder über den Computer entleeren oder einfach auf der GoPro die SD-Karte formatieren. Dabei sollte man nur beachten, dass die SD-Karte keine wichtigen Videos oder Bilder oben hat, denn die gehen beim Formatieren alle verloren. Der zweite Tipp ist nicht so wichtig, man sollte es aber auch immer richtig eingestellt haben. Und zwar geht es um das Piepsen und Blinken der GoPro. Wenn man zum Beispiel Aufnahmen an einem Ort macht, wo die GoPro nicht direkt laut piepsen sollte, oder wenn es einem einfach nur nervt, stellt man das ganz einfach aus. Das Blinken kann man auch ausstellen, aber das sollte man selbst entscheiden, ob man es braucht oder nicht. Was auch noch aufnahmebedingt ist, ist die Einstellung, die GoPro-Aufnahmen umzudrehen. Davon handelt nun der dritte Tipp, denn die GoPro bietet die Einstellung, das Bild, das aufgenommen wird, umzudrehen. Das kann recht hilfreich sein, wenn die GoPro irgendwo verkehrt montiert ist und man keine Lust hat, das Video in der Nachbearbeitung noch umzudrehen. Der vierte Tipp ist jetzt auch noch etwas wichtiger, und zwar sollte man auch noch beachten, mit welcher Auflösung und Framerate die GoPro aufnehmen sollte. Das kann recht wichtig sein, denn wenn man zum Beispiel eine Timelapse macht, benötigt man keine 60 Frames oder sogar 120 Frames per Second. Wenn man das auf niedrigste Stufe stellt, kann man Speicherplatz sparen und somit länger aufnehmen. Oder andersherum gesehen, wenn man Slow-Motion-Videos machen möchte, sollte man die Frames per Second auf die höchste Stufe stellen. Der fünfte Tipp kann auch recht hilfreich sein. Und zwar hat man manchmal das Problem, viel zu viel GoPro-Zubehör mit sich rumzuschleppen. Das kann man sich sehr leicht ersparen, indem man einfach vorher überlegt, was man filmen möchte und was man dazu benötigt. Oder auch Zubehör kauft oder sich selbst baut, was mehrere Dinge in einem kann. So, das war es mit den 5 Tipps, die man beachten sollte, bevor man mit der GoPro filmt. Der zweite Teil wird auch bald kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Oder abonniert doch diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.